Und... Wie bitte? Eine Rakete macht nur einen Schaden bei denen. Das ist meh. Okay. Hast du einen Debuff? Achso, weil die Gegner fliegen können. Ja, du hast nicht wirklich einen Debuff, aber du hast einen Nachteil. Also, ja, okay, kann ich verstehen. Schon hast du keinen Nachteil mehr. Schiff riskiert mal ein bisschen was. Hat ja noch voll HP, ne? So. 30 ist ziemlich wenig. Watch. Kälte könnte jetzt ihn da finishen. Das probieren wir doch gleich mal. Eigentlich würde ich hierhin laufen wegen der vollen Deckung. Aber ich traue mich jetzt nicht, weil... Oh doch, die Granatenreichweite ist wesentlich besser. Sicher, dass es nur 10% war? Achso, vielleicht hat die Klasse selber auch nochmal einen Boost, den ich vorher nicht vorgelesen habe. Das könnte passen. So. Oh, wenigstens einen erwischt. Oh, den Wagen müssen wir in die Luft jagen. Den müssen wir so offen in die Luft. Da ist noch mehr. Also wir haben jetzt zwei Drohnentruppen, eine Sektoidentruppe. Ja, der Leggy-Schiff. Ich glaube, der hier ist nur von da drüben rübergelaufen. Das sollte kein vierter Trupp sein. Spiel. Dankeschön. Ein HP ist völlig okay. Ein HP ist völlig okay. Also dass jetzt alle auf einmal getriggert werden, also wenn sie so eine Kette Reaktionen machen, kann das schon übel ausgehen. Jetzt noch völlig in Ordnung, weil wir gegen Sektoiden und Drohnen kämpfen, aber später... Boah. Später könnte das echt übel werden. Ja, Drohne war nicht drin. Schade, schade. So, was nun? Nun schießt du. Und testest jetzt mal den Doppel-Overwatch, obwohl du nur einmal schießen darfst, aus. Noch sehr viel HP. Also machst du einen Kugelfang. Und scheust jetzt die Aliens hinten auf. So, Keltak hätte ich eigentlich ganz gerne noch weiter vorne, um da eine Granate hinzuschmeißen. Weil viele Aliens. Ah, da müsste es... warte, besser. Ja, besser. Auch wenn 3,3 jetzt echt übel ist. Aber hey, Daumen drücken. Daumen drücken. Yo! Also keine Leichen, okay. Aber das macht die Mission jetzt um einiges einfacher. So, wen haben wir da? 48, 48. Geh auf den. Und... Achso, stimmt. Das erste Mal werfen zählt ja nicht als Aktion hier für Keltak. Das heißt, er darf auch noch auf dich schießen. Dann neben.
Adjusting sights. Ah, 70% Trefferchance. Schick, 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 schick. Das war's. Ja, also der Trick in Anführungszeichen mit dem Overwatch schießen, obwohl man keine Munition hat, geht wohl nicht mehr. Aber das ist ganz okay so. Das heißt, ich muss mehr darauf achten, wie viel Munition im Magazin ist. Wir haben auch hier hinten irgendwo ein Sektoiden, ne? Oh, ja, hi. Genau dich meine ich doch. Stell dich mal genau davor. Und schieß mal nach oben. 61%. Ah ja, Spiel. Aye, aye, Commander. 46. Guns dry. Damn it, missed the target. Keine Rakete mehr. Nein. Einfach nur drauf schießen. Oh. Dich habe ich gar nicht gesehen. Nein, nein. Nein, ja. Genau vor die Nase fahren. 69%. All mission objectives complete. Perfekt. Auch nochmal eine schnelle Mission. Also auch wegen dem Raketentreffer. Das hätte das Ganze um noch eine Runde verlängern können, aber ja. Schön, schön. Gleich den einen Specialist-Verlust vor zwei Missionen aus. So, halbwegs. If all our missions go as well as this one did, the aliens don't stand a chance. Bisschen was an Krams, 170 Tacken, weniger Panik. Remember, alles gut. We will be watching. Du Ability wirst. Ja, noch eine Soul könnte ich brauchen. So, und du bist jetzt Specialist. Warum? Also eigentlich wollte ich ja erst bei Corporal die Titel verteilen. Das war eigentlich mein Plan. Aber er hier hat irgendwie schon ein Nickname bekommen. Deswegen dachte ich, er wäre schon Corporal. Okay, dann machen wir es so. Entweder ab dem Rang Corporal, das sind so nur Lance Corporals, ab dem Rang Corporal oder sobald so ein Nickname da auftaucht. Wobei, wenn ich das jetzt schon verteile, kann ich dann vielleicht... Nein, okay. Ich dachte, ich könnte vielleicht den Nickname-Slot quasi blocken, indem ich da, bevor sie vom Team einen zugeteilt bekommen, meinen eigenen dahin schreibe, aber nö. Na gut, na gut. Two Abilities... So, Holo-Rounds. Super praktisch. Does not trigger. Non-Suppression. Reaction-Shots. Suppression-Reaction-Shots also schon. Das heißt, wenn irgendjemand sie festtackert, kann sie nicht einfach auf den zustürmen. Plus 20 Crit und plus 1 Mobilität. Das ist sehr, sehr praktisch. Aber dann hätten wir halt kein Holotech. Und plus 1 Schaden gegen mechanische Einheiten. Ja, plus 20 für alle, die drauf schießen für 3 Runden. Disabling Shot mit plus 20 Aim, dass die Hauptwaffe einfach mal jammt. Was super praktisch ist später für die härteren Einheiten, dass wir die halt im Stunlock halten können. Oh, das Spiel macht es echt schwer mit der Auswahl. Aber für mich sind Scouts zum Overwatch auslösen da. Ich hoffe mal, irgendjemand anders bekommt auch noch Holo-Runs. Ja, also vielleicht der Heavy. Da steht doch was von Suppressing. Das müssen wir im Auge behalten. Raus. Ich heuer nochmal. Oh, wir brauchen mehr.
doch mal 4 Leute an. Damit wir auch immer schön Privates haben zum Mitschicken und zum Verfeuern. 2 davon sind schon angekommen. Access lift operational. Huge. Ganz viel wieder aktiv. Meld wollt ihr haben. Ja, Meld könnt ihr haben, haben wir davon. Dispatch. Auch wenn einer der Wissenschaftler hier in der Basis meinte, man könne Meld vielleicht benutzen, um Leute schneller zu heilen. Das sollten wir uns mal angucken. Zum Beispiel du. 29 Tage. Gravely wounded. Sehe ich jetzt aber hier nicht irgendeine Option dafür. Vielleicht brauchen wir erst extra Gebäude dafür oder extra Forschung. Ja, schaut so aus. Campaign Summary. Ah. Okay. Können wir wirklich jeden Tag durchscrollen, was das alles passiert ist. Schick. Oh, ja, echt angenehme Neuerungen, die dabei sind. Alien Resource Level ist auf 2 hoch. Aggressiveness ist auf 2 hoch. Und das war's. Wahrscheinlich wegen der Basis. But we may need to run a diagnostic. This doesn't look like a legitimate target. Contact detected. UFO small. Dann darfst du mal anführen mit dir zusammen. Und dir? Achso, wenn ich den jetzt, glaube ich, mitschicke, dann wird er hier der Anführer. Und ich will nicht, dass er Anführer ist. Ich will ja, dass jeder später ein Lieutenant ist. Von denen hier. Damit wir ähnlich wie bei den Soldaten wir einen Pool haben von einigermaßen Hochrangigen. Im Gegensatz zu ganz, ganz Hochrangigen. Und wenn dann einer von denen stirbt, ist doof. Also müssen die zwei das jetzt schaffen, aber das haut bestimmt hin. Jo, launch. Engaging bogey. Damaged. Raus. Raus. Wie genau ich jetzt nachgucke, welches von den Flugzeugen wie viel Schaden bekommen hat und ob ich einzelne zurückziehen kann und die anderen da lassen und so, das muss ich alles noch irgendwie mal testen. Ah, die Farm. Und wir können wieder 8 Leute losschicken. Sehr gut. Dann nehmen wir... 2 Lance Corporal. Caltech darf erstmal zu Hause bleiben. Er hat ja schon seinen Titel. Die zwei wollen jetzt auch ihren Nickname bekommen und dann auch den Zuschauernamen. Dann nehmen wir noch Specialists. Und ganz hinten mache ich schon mal Platz für 2 Rookies. Da. Rookie. Rookie. Einen von denen und eine Soul klingt super. So, Loadout 1. Haben wir schon was? Was zur Hölle? Deswegen sind die so gut, da stecken 2 Soldaten drin. Nein, ich habe keine Ahnung, was die Jungs da anstellen. Nimm bitte einen Motion Tracker mit und einen Laser Sight und sonst haben wir gerade nichts dafür. Ne, geh raus, bevor das Bild mich wieder verstört. So. Rest ist ausgerüstet. Go. Ja. Touching down. Beginnen. Australia has sent a number of requests for assistance. So that's our next drop site. It looks like we got lucky. The alien crash site is in a remote area, away from any major city centers. We should get down there and secure the site ASAP.
Go. Come in, HQ. Big Sky has reached the outer marker. Approaching the crash site now. Strike team is awaiting your orders. Okay, affirmative, Big Sky. Strike one is free to engage hostile targets at the crash site. Wir sind genau mittig im Süden. Einfach Schiff vor. Hier schön die Kuhle entlang. Nix. Sniper Dom. Der Rest. Rückt mal hier über den Bauernhof vor. On the move. Moving to designated coordinates. Mach weiter nach da, will ich nicht wegen irgendwas aufdecken. Moving out. Könnt ihr nicht ein bisschen aufrücken da? Ich will nicht dahin, das deckt bestimmt was auf. Okay, dann halt hier einfach ohne alles. So, nix. Sektuiden. Nix. Уже выдвигаюсь. Roger that. Wir können schon bis da. Ja, mal. Heading there now. Rookie und so, ne? Nö, die Aliens scheinen alle beim Ufer zu kuscheln. Du geht's hinterher, Snap bleibt da. Aye, aye. Ist sehr ungewöhnt, jetzt nicht jedes Mal Y zu spammen wegen Overwatch. Und hier ist Steady Weapon und alles nur Sachen. Ganz andere Spiele als früher. Okay. Also hier scheint ein Trupp zu sein. I'm rolling. Wo? Got it. Hostile spot. Da. Oh, ziemlich angeschlagen. Du hast immer noch keinen Running Gun. Versteck dich mal so halb da drin. Kannst du nächste Runde vielleicht bis da? Genau. Ah, die kommen okay. Nicht so weit. Ja, du kannst schießen und das war's dann auch schon fast. Ah doch, du siehst da noch. Okay, alle ruft da. Doofen Holotagger zerstören. Wobei du erst später. Ich würde ganz gerne eventuell hier eine Rauchgranate hinwerfen. Dead and gone. Gut. Sniper. Das heißt, wenn du hier hingehst, sieht er keinen davon. Nö, kommt kein blaues Auge. Wir haben leider noch keine Fliegerüstung, dass er einfach mal kurz hochfliegen kann, um ordentlich zu snipern. Das dauert noch ein paar Folgen. Da kannst du doch was sehen von da. Okay, steady. Rum, rum. Und Stanislav sprintet auch, würde ich sagen.